Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Midnight Train Chapter 4. So, wir werden uns jetzt ganz vorsichtig aus dem Zimmer begeben. Ja, wir haben uns eigentlich alles angeschaut. Ich nehme an, das ist nur, falls man verpasst hat zu speichern oder so. Unser Ziel ist es, in den ersten Stock zu kommen, ohne entdeckt zu werden. Ich weiß, du könntest dich jedem Mitglied stellen, aber das sind immerhin unsere Kameraden. Ich möchte nicht, dass sie verletzt werden. Da sind Mitglieder, die überall nach uns suchen, oder nach dir jedenfalls. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir sollten uns ihr Verhalten ganz genau anschauen, um uns dann zu entscheiden, wann der beste Moment ist, um zu handeln. Lass uns gehen. Okay, ist Game Over, wenn wir gesehen werden. Jetzt darf ich sowieso nochmal speichern, naja gut. Also, was haben wir denn hier? Ja, also da haben wir ja gar keine Chance. Kann ich da was machen an der Tür? Scheinbar nicht. Oha. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob der da unten hierher guckt. Scheint er aber nicht zu tun. Oh, ui. Ich habe mich wirklich erschreckt. Wow, er hat uns fast gesehen. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden. Okay, nee, da kommen wir dann natürlich nicht lang. Aber der guckt auch nur da und da. Gut, können wir diese Sachen bewegen? Scheinbar nicht. Was ist hiermit denn? Ah, wir müssen die andere Treppe verwenden. Okay, der schaut nur da und da. Oh, ach, ich Depp. Ich habe voll vergessen, dass der ja auch noch schaut. Ich habe Serenity entdeckt. Wir brauchen Verstärkung. Sie darf nicht fliehen. Ah, verdammt, sie haben uns gesehen. Es tut mir leid. Nee, das ist nicht deine Schuld. Das ist meine Schuld. Das war ein bisschen dumm. Okay. Naja, bis dahin war es ja nicht besonders kompliziert. So, ich mache das mal wieder, damit das getriggert wird. Ich nehme an, das müssen wir triggern. So, dann muss ich jetzt mal überlegen. Also. Ich bin aber auch doof. Ich habe mich aus Versehen halt direkt in das Blickfeld gestellt. Okay. Ha. So. Der guckt einmal komplett rum. Aber das ist an sich ja nicht schlimm. Wenn ich einfach nur im richtigen Moment vorbeilaufe. Das ist auch eigentlich super dämlich, oder? Ich meine, ich stehe direkt neben dem, aber egal. Ja, warte, ich muss kurz... Okay. So. Oh Gott, das wird jetzt übel. Oh, das kriege ich bestimmt gar nicht hin. Ich hab's hinbekommen. Okay. So, jetzt muss ich aber schauen. Ich gehe erstmal hier rüber. Okay, da sind wir ja erstmal in Sicherheit. Ach, okay, da ist nichts. Wahrscheinlich muss ich da unten lang, hä? Ah, das sind die. Okay, ja, verstehe. Dann muss ich jetzt hier im richtigen Moment... Links, rechts, oben. Links, rechts, oben. Links, rechts, oben. Links, rechts. Oh, super. Ja, und wir dürfen speichern. Hihi. So, wunderbar. Sind hier noch mehr? Hm, die drehen uns den Rücken. Oh, 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 hier sind noch mehr. Mann, Mann, Mann. Das ist hier ja richtig Nervenkitzel. Der bewegt sich nur so. Ich gehe mal durch die Küche durch. Vielleicht soll man das sogar. Hier ist aber nichts. Ich sehe nicht so richtig. Oh! Ah, wir müssen dieses Mitglied loswerden, um weiterzukommen. Aber natürlich ohne Gewalt. Wenn wir etwas kaputt machen, könnten wir ihn vielleicht ablenken. Gibt es etwas...
in der Nähe, das wir zerstören könnten. Was könnte das nur sein? Diese Flasche vielleicht? Wenn wir diese Weinflasche zerstören, können wir das Mitglied vielleicht ablenken. Justice, vergib uns. Wir wissen, das ist dein liebster Wein, aber... Ich wusste, das würde funktionieren. Wie kommt diese Weinflasche hierher? Nachdenk, nachdenk. Ich weiß nicht, ob der uns überhaupt gesehen hätte, aber... Oh, oh mein Gott! So. Okay, jetzt muss ich nur noch... Ja. Puh. Und ich darf wieder speichern. Die Trainingsräume sind in diesem Stockwerk. Alles, was wir gelernt haben, haben wir hier gelernt. Du hast die meiste Zeit hier verbracht, richtig? Ich weiß, dein Training war viel härter als das der anderen Mitglieder. Ich hoffe, dass du von nun an ein Leben leben kannst, wie du es willst, ohne jeden Tag trainieren zu müssen. Oh, speichern. I love it. So. Ja, Moment, ich gehe noch eins tiefer. So. Der guckt nicht nach oben. Da unten, wisst ihr, da sieht man ja schon ein bisschen was. So. Oi, oi, oi. Hey, ach, verflixt. Ey, in dem Moment dachte ich so, no! Fehler. Ich darf nicht so weit nach unten. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch gar nicht, ob das ein sinnvoller Weg ist, aber ich probiere den gleich einfach mal. So. Ich glaube, das ist grundsätzlich schon in Ordnung, dieser Weg. Wir müssen nur hier jetzt vorsichtig... Ah, okay, jetzt... Ah, da müssen wir wieder so zwei Schritte nur gehen. Ja, genau so. Sehr schön. Wo muss ich jetzt aber lang? Huiuiui. Hui. Oh, zum Glück kann der da hinten mich nicht sehen, scheinbar. Oh, meine Güte. Also, da braucht man aber auch so viele Speicherpunkte, weil man hat wirklich nicht Bock, den ganzen Teil nochmal zu machen. So. Oh. Okay. Dann kann ich da nicht lang, denn er guckt da ja immer. Also muss ich hier unten lang. Hier kann ich noch einen Schritt gehen. Ja. Kann ich da oben lang? Ich glaube schon. So, guckt der hoch da unten? Nee, der guckt nicht hoch. Da komme ich aber auch nicht lang. Oh je. Ach nee, da unten, der sieht mich. Aber komme ich hier vielleicht links lang? Ja, hier komme ich lang. Ja, das sieht doch gut aus. Oh. Puh. Und nochmal speichern. Ei. Wir nähern uns dem Ausgang, aber der Haupteingang ist blockiert. Oder abgeschlossen. Der da? Um ihn zu öffnen, müssen wir in den Kontrollraum und die Tür von dort öffnen. Bedauerlicherweise ist auch der Kontrollraum versperrt. Um den zu öffnen, brauchen wir den Schlüssel. Also wir müssen den Schlüssel stehlen. Der Schlüssel ist in diesem Stockwerk, im Aktenraum. Jemand bewacht ihn wohl. Ich werde dieses Mitglied ablenken. Du musst den Schlüssel stehlen und den Kontrollraum öffnen. Ich werde mich dort mit dir wieder treffen. Keine Panik. Ich habe das vorgeschlagen, weil wir das schaffen können. Wir müssen einfach nur, ja, vorsichtig und agil wie eine Katze sein.
Also muss ich jetzt da hinlaufen. Ich speichere nochmal. Dann muss ich das, das Gespräch nicht nochmal machen im Zweifelsfall. Tada! So, den Schlüssel haben wir schon mal. Black Gear Schlüssel. Okay, er guckt aber nicht nach unten. Oh je, jetzt muss ich aber kurz nachdenken. Da ist noch mal einer. Ja, ja, ja. Moment. Haha. Wow, ach so. Gut gemacht, Serenity. Du bist auch gut im Infiltrieren, wie ich von dir erwartet hatte. Du hättest dich auch für das Untersuchungsteam anmelden können. Ich habe den gestohlenen Schlüssel mit einem gefälschten ersetzt. Es sollte Ihnen also gar nicht auffallen, dass wir den echten gestohlen haben. Das hier ist der Kontrollraum. Justice und Purity treffen sich hier häufig, um die Missionen zu besprechen, die sie den anderen Mitgliedern zuweisen. Hier müsste es einen Schalter geben, der die Eingangstür öffnet. Lass ihn uns finden. Mehrere Akten über Missionen und Kriminelle. Okay, das scheint alles dasselbe zu sein. Und mal wieder speichern. Tausendmal speichern. Ein Schrank. Vermutlich gehört der Justice oder Purity. Ah, da ist der Schalter, aber ich gucke hier noch. Das ist der Tisch, an dem Justice und Purity normalerweise die Themen diskutieren, die mit der Organisation zu tun haben. Okay. Na gut, das sollte der Schalter sein, der die Eingangstür öffnet. Wenn wir daran ziehen, bist du in der Lage, aus der Organisation zu fliehen. Perfekt, jetzt müssen wir nur noch runter in den untersten Stock. Aber in den Schrank, ist da jemand? Ich habe ein Geräusch gehört. Dieser Raum sollte doch versperrt sein. Könnte es Serenity sein? Wenn ich sie finde, dann wird Justice mich bestimmt entlohnen. Hahaha. Oh, nein, 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 wir müssen uns schnell verstecken. Es gibt nur drei mögliche Verstecke. Hinter den Boxen, im Schrank oder unter dem Tisch. Wähle eins aus und bete. Ich will den Schrank. Im Schrank? Verstanden. Bitte, komm nicht her. Serenity, bist du da? Versteck dich nicht, es ist nutzlos. Versteckst du dich hinter den Boxen? Mal sehen. Da bist du nicht. Oh, ich weiß, ist der Schrank. Das ist der perfekte Ort, um sich zu verstecken. Mal sehen. Haha, da bist du ja. Und Copycat ist bei dir, ha? Huh? Das werde ich Justice melden. Nein, es tut mir leid. Ich habe dir gefailed. Ich weiß gerade nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen soll. Ich habe dich enttäuscht. So vielleicht. Naja, gut. Das war ja jetzt ein Glücksspiel. Finde ich jetzt nicht so geil, aber okay. Dann machen wir es jetzt halt nochmal und nehmen dann den Tisch. Aber die Tür ist ja sogar offen. Also, solche Anfänger sind wir ja dann doch nicht. Ach so, in dem guckt er auch nach. Schade. Ich schätze, sie ist nicht hier. Vielleicht unter dem Tisch? Hä? Ach, puh. Hey, hör auf, deine Zeit da zu verschwenden. Wir brauchen Unterstützung. Zurück auf deine Position. Tut mir leid, war nicht meine Absicht. Doch, doch, du wolltest ja, ne? Dir einen schönen Reward abholen. Ich glaube, sie sind weg. Oh Mann, ich dachte, das wäre unser Ende. Zum Glück war das nicht der Fall. Jetzt können wir nach unten gehen. Dö. Oh, Moment, ich speichere nochmal. Wenn da schon ein Speicherpunkt ist, dann nutzen wir das auch aus. Was ist hier aber mit unten eigentlich gemeint? Also ich meine nur, wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin?
Ist da unten der Ausgang? Ich habe da gar keinen Ausgang gesehen, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Ich gucke erstmal hier drüben. Ah, ja, doch hier drüben. Gut, dass ich nicht den ganzen Weg gegangen bin. Ach, ich... Oh, also manchmal vergesse ich die halt auch einfach, ne? Ist super nervig. Wäre ich mal gleich nach links gegangen. Wieso bin ich bis zum Speicherplatz gegangen? Jetzt muss ich das nochmal... Jetzt muss ich nochmal an denen vorbei. Ich weiß, es ist nicht schwierig, aber trotzdem ärgert mich gerade. So. Ich warte lieber... Jetzt. Ich kann dich nicht weiter begleiten. Ich sollte zurückkehren, bevor ihnen klar geworden ist, dass ich nicht im Zimmer bin. Ich schätze, das heißt auf Wiedersehen. Aber vielleicht sehen wir einander ja wieder. Wobei ich nicht glaube, dass du mich erkennen würdest, wenn du mich siehst. Aufgrund meiner Rolle in dieser Organisation war ich ja immer gezwungen, mein Gesicht zu verdecken und meine Stimme zu verändern. Du kennst auch meinen wahren Namen nicht. Ich schätze, ich muss derjenige sein, der dich wiedererkennt. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ja, okay. Du warst eine gute Freundin. Oh, naja, vielleicht ist das kein passendes Wort. Wir waren ja nur Zimmergenossen, nichts weiter. Bedauerlicherweise waren wir nicht in der Lage, viel über uns zu erzählen. Wenn wir uns außerhalb der Organisation wieder treffen, dann hoffe ich, dass wir von null anfangen können und eine Freundschaft aufbauen können. Also als normale Menschen, meine ich. Ich würde gerne mit dir einkaufen gehen oder etwas Köstliches in einem süßen Café essen. Ach, ich vermisse solche einfachen Dinge. Aber ich kann die Organisation nicht verlassen. Das ist zu wichtig für mich. Ich möchte Menschen retten, genau wie Black Gear mich gerettet hat. Das ist meine Pflicht. Weißt du, was du tun wirst? Ich glaube, es wäre eine gute Idee, zu reisen und einen netten Ort zu finden, um ein neues Leben zu beginnen. Ich werde nach Bluebell reisen, auf eine Mission. Wenn du einsam bist, dann komm in diese Stadt. Vielleicht triffst du mich dort. Pass auf dich auf, Serenity. Ich werde dich vermissen, aber ich werde glücklich sein zu wissen, dass du glücklich bist. Ah, ich bin mir gerade so unsicher. Wer könnte Copycat sein, den wir eigentlich schon kennen? Ich bin sogar ein bisschen am Überlegen, ob es Neil ist. Ich meine, es wird ja gar nicht gesagt, dass Copycat eine Frau ist, oder? Ach, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie der Körperbau ist. Aber weil er oder sie ja auch so sagt, sich verstellen die Stimme und das Aussehen. Bin mir gerade voll unsicher, wie Neil aussieht. Das macht mich gerade sehr... Naja, egal. Auf jeden Fall sehr interessant. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Person dann nochmal wieder treffen werden und dann erfahren werden, wer das in Wirklichkeit ist. Krass. Naja, gut. Gehst du, ohne mir auf Wiedersehen zu sagen? Das ist aber kaltherzig von dir. Wir kennen uns doch schon so viele Jahre. Du musst dich nicht versteifen. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Du würdest sowieso gegen mich gewinnen. Du hast meine Fähigkeiten schon vor langer Zeit übersteigt dem, das, was ich kann. Deswegen habe ich hier auf dich gewartet. Ich wusste bereits, dass du in der Lage sein würdest zu fliehen. Wobei, es macht den Eindruck, eine gewisse Katze hat dir geholfen, hm? Vielleicht muss ich sie bestrafen. Schau mich nicht so an. Ich habe nur überlegt, ob ich ihr eine Woche keine Süßigkeiten gebe als Strafe. Es macht mich stolz, dass ihr es beide so weit geschafft habt. Du bist sehr gewachsen. Und ich möchte, dass du hier weiter wächst. Erinnerst du dich an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben? Ich glaube, ich hatte erwähnt, dass mein Codename Justice 2 ist. Mein wahrer Codename war aber Liberty. Aber ich musste ihn verändern, als ich zum neuen Anführer wurde. Offensichtlich wird die Person, die den Posten des Anführers übernimmt, immer Justice genannt. Ich habe gehofft, dass du eines Tages Justice 3 werden würdest, wenn mir etwas zustößt. Aber es scheint, du willst die Organisation verlassen, richtig? Ich verstehe, unsere Arbeit ist hart. Jemanden zu töten ist niemals einfach, aber möchtest du lieber sehen, wie jemand Unschuldiges stirbt oder jemand... Was? Ach so, willst du sehen, wie ein Unschuldiger stirbt oder jemand, der nur andere verletzen will?
Die Antwort ist für mich offensichtlich. Die Polizei ist zu inkompetent. Denen können wir nicht trauen. Als wir sehr jung waren, da wurden Purity und ich gekidnappt, zusammen mit anderen Kindern. Wir wurden jahrelang gekidnappt und die Kidnapper haben uns jeden Tag missbraucht. Wir dachten, die Polizei würde kommen, um uns zu retten, aber dieser Tag kam nie. Stattdessen ist eines Tages eine Person in das Versteck der Kidnapper eingebrochen und hat sie getötet. Diese Person war Justice First, der Gründer von Black Gear. Er kam, um uns Kinder zu retten. Aber Purity und ich waren die einzigen Überlebenden. All die anderen Kinder waren bereits verstorben. Damals wurde mir klar, dass ich, wenn ich Menschen in einer ähnlichen Situation retten will, ich mich selbst um diese Kriminellen kümmern muss. Ich weiß, es ist nicht ethisch korrekt, aber das sind die Ideale, an die ich glaube. Du hast das Talent, jeglichen Kriminellen für immer zum Schweigen zu bringen. Auf indirekte Art und Weise hast du so viele Menschen gerettet, die zu Opfern geworden wären. Möchtest du der Gesellschaft nicht weiterhin helfen? Serenity, lass uns diesen Weg weiter gemeinsam gehen. Ein Weg, der zur Gerechtigkeit führt. Verstehe. Es scheint, ich konnte dich nicht überzeugen. Das ist schade. Ich habe dir sogar mein kaltes Herz geöffnet. Dann kannst du durch die Tür gehen. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber ich muss dich warnen. Luna Windell. Du bist eine Mörderin. Ich hoffe, das vergisst du nicht. Du hast viele Menschen im Namen dieser Organisation getötet. Ich bin verantwortlich für jede Handlung unserer Mitglieder. Sie übernehmen Missionen, die ich ihnen anvertraue. Aber wenn du aufhörst, ein Mitglied zu sein, dann kann ich nicht länger die Verantwortung für deine Handlungen übernehmen. Von nun an, aus meiner Perspektive, werde ich dich nur noch als Mörderin betrachten. Eine extrem gefährliche Mörderin, muss ich dazu sagen. Das bedeutet, wir werden dich als Gegnerin ansehen. Sollte irgendein Mitglied dich finden, dann wird er versuchen, dich zu eliminieren. Ich empfehle dir nicht, zu versuchen, ein neues Leben zu beginnen, wenn es das ist, was du willst. Das ist unmöglich. Du wirst immer einsam sein. Du wirst niemals in der Lage sein, die Wahrheit über dich selbst zu erzählen, denn dann wird dich jeder verachten. Übrigens, ist dir die Zahl 108 bekannt? Also, kommt dir die bekannt vor? Ich schätze nicht. 108 ist die Anzahl an Menschen, die du getötet hast. All diese Menschen hast du mit einem Messer durchbohrt. Habe ich dich überrascht? Dieser Ausdruck von Verzweiflung auf deinem Gesicht sagt mir, dass du beginnst es zu verstehen. Du kannst kein normales Leben mehr leben. Das ist der einzige Ort, an dem die Menschen dich verstehen werden. Also geh nicht, das hier ist dein Zuhause. Gut gemacht. Ich wusste, du würdest darüber nachdenken. Hä? Dein Messer? Wieso hast du es fallen lassen? Tja, das hat wohl nicht geklappt. Das war deine Entscheidung, hä? Luna Windell. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird nur einer von uns gewinnen. Ich freue mich auf diesen Tag. 108. Ich glaube, das hatten einige von euch auch schon in die Kommentare geschrieben. 108 sind bestimmt die Opfer von ihr. Hat sich jetzt also bewahrheitet. Es scheint dir endlich klar geworden zu sein. Wir sind alle verantwortlich für die Verbrechen, die wir begangen haben. Aber in deinem Fall bist du vor allem ein Opfer. Willst du dich selber töten, weil du keinen Ort finden kannst für ein neues Leben? Dann werde ich diesen Ort für dich finden. Ich habe ihn bereits gefunden. Hast du es denn nicht bemerkt? Die Antwort steht vor dir, seitdem du an diesem Ort gelangt bist. Luna Windell. Werde ein Detektiv mit mir. Du hast dich Black Gear angeschlossen, um Kriminelle davon abzuhalten, Unschuldige zu verletzen, richtig? Das ist dasselbe, was ich erreichen will. Aber statt der Methoden von Black Gear können wir diesmal auf korrekte Art und Weise Gerechtigkeit walten lassen.
Beginn neu mit mir. Du hast immer noch die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe nicht verstanden, warum du dein Leben immer wieder riskiert hast, um jemandem wie mir zu helfen. Aber jetzt verstehe ich es. Es ist aus dem gleichen Grund, warum ich mein Leben riskiere, um dir zu helfen. Du willst dein Leben nutzen, um anderen zu helfen. Ich war halt einfach die erste Person, bei der du die Chance dazu hattest. Verstehst du? Du und ich, wir wollen dasselbe. Lass uns gemeinsam von hier fliehen und gemeinsam Detektive werden. Und wenn du dir selbst nicht traust, dann trau bitte mir. Vertrau mir, denn ich bin die Person, die dir traut. Außerdem, es ist noch viel zu früh, um aufzugeben. Ihr Schicksal ist in unseren Händen. Wir können sie nicht enttäuschen. Hast du Diana nicht versprochen, dass wir sie retten? Trotz der Verzweiflung, die sie empfand, hat sie sich entschlossen, dir zu vertrauen. Momentan wartet sie darauf, dass du sie rettest. Du solltest ein Versprechen nicht brechen. Apollos letzter Wunsch war, dass wir Celeste helfen zu fliehen. Letzten Endes konnten wir nichts unternehmen, aber er war in der Lage, dich um etwas so Wichtiges zu bitten, weil er dir vertraut hat. Wenn er wüsste, dass du jetzt aufgeben willst, würde er dir niemals vergeben. Celine hat alles getan, um dir im dritten Gefängnis zu helfen, weil du ihr sehr wichtig bist. Du würdest ihr das Herz brechen, wenn du nicht fliehen könntest, trotz all ihrer Mühen. Ich habe ihr versprochen, dass du von hier fliehen wirst, also werde ich sie nicht enttäuschen und das solltest du auch nicht. Wir alle verstehen dich. Viele Menschen mögen uns hassen für das, was wir getan haben. Aber wir können jetzt nicht mehr zurückblicken. Wir müssen in eine bessere Zukunft gehen. Eine Zukunft, in der wir alle gemeinsam unsere Fehler wieder gut machen können. Was sagst du? Willst du ein Detektiv werden und mit mir gegen Verbrecher kämpfen? Oder das Verbrechen? Luna, gut gemacht. Oder ja, gut gesagt. Ich freue mich, dass du wieder lächelst. So, jetzt müssen wir uns aber darauf konzentrieren, von hier zu fliehen. Ich würde dich gerne einiges bezüglich Black Gear fragen, aber ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um dich mit so vielen Fragen zu nerven. Außerdem haben wir ein anderes Problem. Deine Taschenuhr ist kaputt. Oh, das erinnert mich daran, ich sollte mich entschuldigen. Ist es dir nicht aufgefallen? Schau dir mal deine Uhr an. Ja, deine Uhr funktioniert perfekt. Ich habe unsere Uhren getauscht, als deine kaputt ging. Das war auch der Grund, warum die Monster dich vorhin attackiert haben. Sie attackieren ja nur Leute mit einer funktionierenden Uhr. Daran habe ich mich leider nicht erinnert. Tut mir leid, dass ich dich in Gefahr gebracht habe. Ich wollte nur sicher gehen, dass du fliehen kannst. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich beide Uhren bei mir behalte. Könntest du sie mir geben? Danke. Wenn wir sie reparieren, dann bist du in der Lage zu fliehen. Lass es gehen. Nun, da wir wieder zusammen sind, kann uns nichts aufhalten. Ja, aber eigentlich die Copycat-Neil-Theorie macht nicht so viel Sinn. Aber wer ist das sonst? Ich wüsste gar nicht, wer das sein könnte. Vergissmeinnicht sind in diesem Käfig. Was ist da? Ist das Celeste? Ja, ein Vogel, ähnlich wie Celeste, ist in diesem Käfig. Und da? Verschiedene Potions. Und da können wir speichern. Das machen wir jetzt auch mal, meine Lieben. Das war jetzt sehr schön gewesen. Fand ich ziemlich cool, die ganzen Dialoge. Und dieser letzte gerade, da hat Neil wirklich, ja, einfach richtig schöne Worte gefunden, um Luna doch wieder davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Das war richtig nice. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht und ob es uns gelingt, die Uhr zu reparieren und damit von hier zu fliehen aus dem letzten Gefängnis des Midnight Train. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.